Hey, schön, dass du wieder beim IT-Founder Podcast dabei bist. Ich bin Tobi, dein Gastgeber. Und heute habe ich kein Thema vorbereitet, sondern erzähle dir einfach ein bisschen was darüber, was bei uns im Unternehmen so passiert und auch welche Themen, welche Herausforderungen die meisten unserer Kunden aktuell so haben und wie wir sie gemeinsam lösen. Hallo und herzlich willkommen beim IT-Founder Podcast. Mein Name ist Tobias Ziegler, ich bin Gründer und Geschäftsführer der IT Business Coach GmbH und auch Initiator von IT Founder. Heute tatsächlich einfach mal ein ganz unvorbereiteter Blick hinter die Kulissen, dass du uns als Unternehmen, die IT Business Coach GmbH, noch mal ein bisschen besser kennenlernst, aber halt eben auch vielleicht ein Stück weit klarer siehst, ja, was den meisten Unternehmen so im IT-Bereich auf der Seele brennt und die größte Herausforderung ist. Also erstmal zu uns, zur IT-Business Coach GmbH. Ich meine, du kennst IT-Founder, du kennst den Podcast, es sei denn, du bist das erste Mal da, dann herzlich willkommen. Ansonsten hast du ja sicher schon den ein oder anderen Einblick bekommen und ich gebe dir trotzdem noch mal kurz einen Überblick und dann schildere ich dir auch mal ganz kurz, in welcher Situation wir gerade sind und was uns auch gerade beschäftigt und mich als Geschäftsführer. Also IT-Business Coach GmbH ist das Unternehmen, das ich als alleiniger Geschäftsführer und Gesellschafter leite und das ist entstanden vor ungefähr 2 Jahren. Ich habe schon länger selbstständig gearbeitet, vorher als Einzelunternehmer, dann in der GmbH mit dem klaren Fokus Coaching anzubieten, also IT-Unternehmern, Leuten, die in der IT-Branche unterwegs sind, zu helfen, erfolgreich zu sein. Und da war für mich die große Frage, was definiert denn eigentlich Erfolg? Ich war selber in einem Coaching, ich hatte einen Coach, den Bernd Tietmann, und er fragte mich dann irgendwann, ja, was ist denn Erfolg für dich? Wenn du erfolgreich sein willst, dann hilft es wahrscheinlich erstmal zu überlegen, was bedeutet das? Und ich war mit dieser Frage echt überfordert. Ich konnte mich da nicht so richtig festlegen und konnte nicht so richtig sagen, was ist denn jetzt wirklich die Definition von Erfolg für mich? Und das hat mich eine ganze Weile beschäftigt, weil ich in dem Moment wirklich keine Antwort wusste. Und so kam dann nach und nach auch immer klarer raus bei IT Business Coach, dass ich 3 Säulen des Erfolgs sehe. Und das ist auf der einen Seite der unternehmerische Erfolg, also dass die Firma funktioniert, dass Kunden da sind, dass die Mitarbeiter zufrieden sind, dass man ein erfolgreiches Unternehmen im Sinne von ja, Gewinn am Ende des Jahres und Zukunftsfähigkeit und einem sozialen Gebilde, wo die Leute gerne sind, aufbaut. Dann der persönliche Erfolg, also wirklich ganz klar als Mensch auch erfolgreich zu sein. Ne? Also nicht aus dem Auge zu verlieren, dass wir nicht fürs Arbeiten geboren sind, sondern dass wir fürs Leben da sind, ne? Und dass Arbeit einfach ein Teil unseres Lebens ist, der uns unterstützen soll und uns nicht unglaublich viel Kraft kosten soll. Gerade einfach auch nochmal klarer zu sehen, was sind meine persönlichen Ziele im Leben? Was gibt mir Energie? Was gibt mir Kraft? Was macht mir Freude? Und nicht immer nur im Alltag gefangen zu sein und irgendwie ja reaktiv, so quasi wie ferngesteuert oder sowas, durch den Alltag zu laufen und nach ein paar Wochen, Monaten, Jahren zurückzublicken und zu sagen, ah, Moment mal, wieso bin ich eigentlich so unzufrieden? Also der persönliche Erfolg und dann der berufliche Erfolg, das ist die 3. Säule gewesen, weil nicht jeder ist Unternehmer, manche Leute sind angestellt und sind auch happy im Angestellten-Dasein oder halt eben auch nicht. Aber vielleicht ist gerade nicht die Situation, um sich hauptberuflich selbstständig zu machen. Und auch als Mitarbeiter gibt es natürlich wichtige Erfolgsfaktoren, die einem helfen, zufrieden zu sein und zufriedene Kunden, zufriedene Kollegen zu haben. Aber auch ein Stück weit ja, Verantwortung zu haben, die einem Spaß macht. Auch als Angestellter sich erfüllt zu fühlen und das Gefühl zu haben, was Sinnvolles zu tun, was beizutragen. Das sind die 3 Säulen von IT Business Coach gewesen, wobei ich ganz klar sagen muss, mich zieht es ganz, ganz stark zu dieser unternehmerischen und persönlichen Erfolgsecke. Erfolg im Beruf ist was mich jetzt in den letzten 2, 3 Jahren relativ wenig bewegt hat, sondern es sind wirklich Unternehmer, mit denen ich zusammenarbeite, Leute, die sich schon länger selbstständig gemacht haben, entweder als Einzelkämpfer unterwegs sind, sich viele Jahre da über Wasser gehalten haben, mal besser, mal schlechter und sagen, Mensch, ich brauche jetzt mal wieder ein bisschen Impulse von außen oder ja, das Geschäft entwickelt sich nicht, wie es sich entwickeln müsste. Und da unterstütze ich halt eben. Aber es sind halt teilweise auch Unternehmen dabei, die etabliert sind, die einige Mitarbeiter haben, die vielleicht auch schon ein Team haben, größeres Team haben und dann vielleicht vor Wachstumsherausforderungen stehen. Oder was halt eben auch jetzt ganz konkret der Fall ist, ist, das Geschäft, der Markt verändert sich, die Rahmenbedingungen verändern sich. Aufgrund von Corona hat sich jetzt natürlich super viel verändert. Im IT-Bereich habe ich im Verhältnis zu anderen Bereichen, Sie vergleichen jetzt mit Gastronomie oder Hotellerie oder sowas, relativ wenig verändert, weil wir vorher auch schon viel remote gearbeitet haben, weil wir vorher auch schon viel digitale Geschäftsmodelle irgendwie Berührung dazu hatten. Aber natürlich hat es trotzdem auch einige Unternehmen da hart getroffen. Na, gerade wenn deine Kunden vielleicht Hotels sind oder Restaurants sind oder sowas, dann merkst du das natürlich doch deutlich in der Auftragssituation. Und die andere Gruppe sind Leute, die
Bock haben, sich selbstständig zu machen, die vielleicht mittendrin sind auf dieser Reise, vielleicht neben dem Job schon mal so ein bisschen angefangen haben, noch nicht wirklich relevante Umsätze machen oder vielleicht auch die ersten Kunden haben, aber jetzt so in dieser Phase nebenberuflich selbstständig sind und noch nicht so richtig wissen, hey, soll ich jetzt die Entscheidung treffen, mich hauptberuflich selbstständig zu machen oder nicht? Ist das zu riskant? Wie soll ich auch diesen Shift machen? Wie soll ich diesen Übergang gestalten? Ich habe im Moment als Angestellter nicht genug Zeit, um mehr Aufträge abzuarbeiten und damit mehr Geld zu verdienen. Auf der anderen Seite habe ich aber als Selbstständiger noch nicht genug Umsatz und Gewinn, um damit den Wegfall meines Gehalts zu kompensieren. Ja, soll ich jetzt erst mich über ein paar Monate lang aufarbeiten und irgendwie 60, 70 Stunden Wochen schieben, damit mein Umsatz aus der Selbstständigkeit hoch genug ist, um mein Gehalt zu kompensieren? Oder soll ich erst die Zeit freischaufeln und dann halt eben auf das Geld verzichten in der Zwischenzeit? Ne? Das sind die Fragen, die viele da umtreiben. Und natürlich auch die Frage, hey, kann ich das eigentlich? Macht das Sinn für mich, mich selbstständig zu machen? Und die allergrößte Herausforderung bei, ich würde sagen, über 80% der Unternehmern, mit denen ich zusammenarbeite, egal ob Gründer oder etablierte Unternehmer, ist das Thema Kundengewinnung. Und wenn du in der IT-Founder-Community bist, in der geschlossenen Facebook-Gruppe, dann hast du wahrscheinlich eh gelesen, da kam jetzt gerade die Frage, ob wir nicht mal ein virtuelles Meetup machen wollen in der IT-Founder-Community und welche Themen die Leute dann eigentlich so interessieren, die anderen Unternehmer, die ja mittlerweile schon über 600 IT-Unternehmer, die bei uns in der IT-Founder-Community sind. Und das Top-Thema, was die Leute interessiert, ist Kundengewinnung im IT-Bereich. Wie gewinne ich Kunden? Das zweite Thema ist der allgemeine Austausch, einfach, dass man die Möglichkeit hat, sich mit Gleichgesinnten zu unterhalten, auszutauschen und Erfahrungen zu teilen. Aber das Top-Thema ist Kundengewinnung. Und bei den meisten, mit denen ich spreche, ist es relativ einfach, wenn der Interessent erstmal mit ihnen spricht, den Auftrag zu bekommen. Der Engpass ist in der Regel nicht, den Auftrag zu gewinnen, wenn der Interessent erstmal da ist, sondern der Engpass ist, ganz, ganz klar, Interessentenanfragen zu bekommen. Also Leute, die grundsätzlich IT-Services suchen und jetzt dann aktiv auf dich zugehen. Und erstaunlicherweise ist es aber auf der anderen Seite so, dass die wenigsten der Unternehmer, mit denen ich zusammenarbeite, wirklich relevante Energie in das Thema Marketing und Kundenakquise reinstecken. Man ist einfach so in seinem Alltag gefangen in den Aufträgen, die da sind, die Kunden betreuen und die Fehler zu lösen, die da sind. Und man hat vielleicht noch so eine Website und ab und zu denkt man sich auch, man müsste mal wieder was machen, aber man weiß eigentlich nicht so richtig, an welcher Stellschraube soll ich denn da drehen. Und was ich auch immer mal wieder mitbekommen ist, ja, ich habe Google Ads. Also, vor 2-3 Jahren habe ich die mal eingerichtet und ich habe da so ein Tagesbudget von 3-4 Euro eingerichtet und das läuft. Ob das wirklich was bringt, weiß ich nicht so richtig. Ich denke mal schon, ab und an kriege ich mal eine Anfrage, aber eher selten. Und ich bin mir auch nicht sicher, ob es wirklich von den Anzeigen kommt oder ob die Leute mich irgendwie anders gefunden haben. Das Gleiche zum Thema Suchmaschinenoptimierung. Ich weiß, dass es das Thema gibt. Ich habe vielleicht auch mal 1, 2, 3 Sachen gemacht auf meiner Website, aber habe das nicht wirklich weiterverfolgt. Das Gleiche vielleicht auch zum Thema Facebook-Ads, da in der Regel eher so, ich habe mal 50 Euro, 100 Euro Werbebudget investiert und habe mal einen Beitrag als Werbeanzeige geboostet und unter die Leute gebracht, aber es hat keinen Effekt gehabt, außer dass mir irgendwelche Leute mit arabischen Schriftzeichen darunter kommentiert haben oder geliked haben oder so oder irgendeinen Schmarrn drunter geschrieben haben, aber dass da Kundenanfragen draus gekommen sind, nee, nicht wirklich. So, und in der Situation stecken die meisten IT-Unternehmer. Auf der einen Seite gibt es ganz viele IT-Unternehmer, die sagen, die Leute rennen mir die Bude ein, das ist super viel Nachfrage da. Ich habe eigentlich das Problem, dass ich keine Mitarbeiter finde. Auf der anderen Seite gibt es aber auch eine ganze Menge, und das ist wirklich ein sehr, sehr großer Anteil von den Leuten, mit denen ich spreche, die sagen, ich kriege schlicht und ergreifend keine Anfragen. Ab und zu kommt mal eine Empfehlung rüber und ich habe meine Stammkundschaft glücklicherweise. Die bleiben auch sehr, sehr lange, die sind mir sehr treu. Aber dass jetzt wirklich mal so aus heiterem Himmel eine neue Anfrage reinkommt von einem Geschäftskunden, wo auch ein rentabler Auftrag bei rumkommt über ein paar Tausend oder ein paar 10.000 Euro, das passiert so alle Jubeljahre mal. Ne? Und genau diese Stellschraube, das ist es, was ich mit den meisten IT-Unternehmern gemeinsam löse. Also wo wir auf der einen Seite schauen, wie kann ich die Website conversion-freundlicher gestalten, also sprich so machen, dass ein Kunde, ein Interessent, wenn er die Website dann endlich mal gefunden hat und die meisten werden einfach kaum gesehen, dass er dann auch sagt, cool, mit dem Unternehmen möchte ich gerne zusammenarbeiten und da wirklich Kontakt aufnimmt. Das ist die erste große Hürde und der erste große Schritt und der zweite ist die Sichtbarkeit. Also wenn ich jetzt eine Website habe, die
sich auch sehen lässt und die auch dafür sorgt, dass die Leute anfragen, dann gilt es, die Stellschraube aufzudrehen, sichtbarer zu werden, gezielt über Google Ads, gezielt über Facebook Ads oder andere Kanäle, auch Xing, auch LinkedIn sind Kanäle, die da sehr gut funktionieren. Es müssen auch nicht immer kostenpflichtige Werbeanzeigen sein, sichtbarer zu werden, also mehr Unternehmern überhaupt erstmal klar zu machen, dass es dich als Unternehmen da draußen gibt. Ein paar Themen, die da begleitend mit drin sind, sind dann so Themen wie, hey, ich habe einen Mitarbeiter, aber ich habe Probleme mit dem oder ich suche einen neuen Mitarbeiter, keine Ahnung, wie ich den finden soll. Oder es gibt Kundenprobleme, es gibt irgendein Projekt, da weiß ich nicht so recht weiter, was ich da jetzt machen soll, es eskaliert irgendwie. Ich habe vielleicht auch Konflikte im Team, die ich irgendwie lösen muss. Oder ich brauche strategisch eine klarere Ausrichtung. Ich möchte vielleicht mehr in Richtung Cloud gehen, weg vom klassischen Systemhaus, weg vom Schrauberling, der Rechner austauscht oder sowas, hin zu Cloud-Services, zu Managed-Services, zu mehr kontinuierlichen Umsätzen. Ja, auch die Schwankungen so ein Stück rauszunehmen, dass man mal so einen riesen Hoch hat und richtig coole Aufträge und dann in so ein Loch reinfällt, ja, sondern hin zu einem stabilen Grundumsatz, der einfach reinkommt. Das sind so die Top-Themen. Und ja, ab und an kommen auch mal so ganz erfreuliche Themen, wo plötzlich Kundenanfragen da sind, die ein Riesenvolumen haben, wo man als Geschäftsführer dann plötzlich sagt, ah, scheiße, wie soll ich das denn stemmen? Da geht es um viele, viele zigtausende oder vielleicht sogar hunderttausende oder Millionen Euro. Macht das überhaupt Sinn, dass ich da anbiete? Oder wie könnte ich das aufbauen oder sowas? Ne? Auch Kooperationen aufzubauen, gemeinsame Projekte anzugehen. Das sind Themen, die uns da beschäftigen. Und manchmal auch, und das hast du vielleicht in der vorletzten oder drittletzten Episode, ich habe schon gar nicht mehr auf dem Schirm, mitbekommen, auch das Thema, boah, diese ganze Arbeit, diese ganze Plackerei, die kostet mich so viel Energie, so viel Kraft. Ich glaube, ich stehe so kurz vorm Burnout. Ja. Auch dieses Thema kommt öfter, weil Unternehmer zu sein, weil Geschäftsführer zu sein, nicht immer easy ist. Ja. Glücklicherweise gibt es auch so unglaublich viel Energie und super viel Flexibilität und Freiraum. Aber ja, wenn irgendwann die Warnleuchten blinken und man merkt, oh scheiße, da habe ich mich zu lange selbst ausgebeutet und einfach zu viel ins Business reingesteckt und zu wenig für mich privat gemacht, für mich als Mensch. Auch das sind Themen, die uns beschäftigen und wo wir dann auch gemeinsam arbeiten und einen Notfallplan etablieren, um wieder ja, in ruhigere Gewässer zu kommen und auch wieder die eigenen Ressourcen, die eigenen Akkus aufzutanken. Ja, weil das einfach unglaublich wichtig ist als Unternehmer. Ja, das einfach mal so als kleiner Rundumblick, was mich beschäftigt, wo ich herkam, was auch so ein Stück weit meine Motivation war mit diesem Thema Erfolg. Was bedeutet eigentlich Erfolg? Unternehmerischer Erfolg, persönlicher Erfolg, aber vielleicht auch Erfolg im Beruf. Und ja, dann einfach dieser ganz, ganz große Engpass, den fast alle IT-Unternehmer gemeinsam haben. Das ist dieses Thema, hey, wenn ich bloß mehr Anfragen bekommen würde. Ne? Das beschäftigt uns ungemein. Da bin ich ganz viel unterwegs mit meinem Team, sehr, sehr viel mit dem Dennis gemeinsam in Projekten, mit der Anna. Und ja, wir haben im Moment sehr, sehr viele Projekte, wo es genau um dieses Thema mehr Sichtbarkeit und mehr Kundenanfragen generieren geht. Was ich auch parallel tue, ist, dass ich auch immer mal wieder so Freelancer-Projekte annehme und stehe jetzt auch gerade an so einem Wechsel, wo ich ein Projekt abgeschlossen habe und ein neues Projekt vor der Tür steht. Super spannend, wo ich das letzte Jahr in die Cash-Industrie schauen durfte. Geldverarbeitungsmaschinen, was ich vorher noch nie gekannt habe, wo dann so Kunden wie Zentralbanken dahinter stehen. Super spannend, super innovativ, hochinteressantes Projekt. Und wo es mich jetzt demnächst wahrscheinlich hinzieht, die Tinte ist noch nicht trocken, ist auch ein 100% Remote-Projekt, wo ich dann von daheim aus arbeiten kann und wo es um E-Mobilität geht, ne? Wo es darum geht, wie Menschen denn eigentlich den Strom, den sie verbrauchen mit dem Fahrzeug, bezahlen können. Gerade wenn es irgendwie um Geschäftsfahrzeuge geht oder sowas. Ne? Also spannende Themen, die mich da auch beschäftigen und die für mich auch immer wieder Umsatztreiber sind und wo es mir auch Spaß macht, selber einfach an der Sache zu sein. Also mein Coaching ist nicht 100% meiner Tätigkeit, denn mir ist es unglaublich wichtig, selber auch am Business zu sein und selber in Projekten drin zu stecken, selber mit Kunden zu arbeiten, selber mich mit der Technologie rumzuschlagen, Probleme zu lösen und ja, mich danach dann irgendwie wie so ein kleiner Junge zu freuen, wenn irgendwas funktioniert.
Das als kleiner Rundumblick heute mal. Ich hoffe, die Folge hat dir gefallen. Ich freue mich auch über dein Feedback. Lass mir sehr, sehr gerne ein Review da. Wenn du mich, egal über welche Plattform du mich hörst, bewerte gerne den IT-Founder Podcast und ja, gib mir 5 Sterne. Ich freue mich super. Wenn ich keine 5 Sterne wert bin, wenn es dir nicht so gut gefallen hat, dann auch gerne weniger. Aber gib mir dieses Feedback und ermöglich uns auch, vor allem, wenn du dann noch einen kleinen Kommentar dazu schreibst und den Podcast auch abonnierst, ermöglichst du es gleichzeitig auch einfach anderen Leuten, den Podcast besser zu finden. Und das fände ich richtig cool. Ansonsten verbinde dich gerne auf Xing mit mir. Gib einfach bei Xing mal Tobias Ziegler ein und schick mir eine Kontaktanfrage. Würde ich mich super freuen. Schreib mir gerne 2, 3 Worte dazu, dass du den Podcast gehört hast. Und dann können wir uns über Xing auch gerne austauschen. Ich würde mich riesig freuen. Ich freue mich auch auf nächste Woche und ich wünsche dir richtig, richtig viel Erfolg mit deinem IT-Unternehmen. Bis dahin, mach's gut. Ciao.